Servus benannt, der Johann Barsi ist da. Heute gibt's Restelverwertung à la Bonheur. Wir hat schon so ein Händel übrig und eine Avocado dazu. Wir machen da ein schönes Essen draus. Brauchen wir die eine Avocado. So. Gibt ein bisschen ein Geschmack hier drauf, und zwar selber eingelegten Chili. Logischerweise Salz, Pfeffer, unbedingt wichtig Säure. Ihr könnt einen Zitronensaft nehmen. Ich mag gerne ein bisschen weißen Essig, Olivenöl. Und damit es nicht so dick wird, ein bisschen eine kalte Gemüsebrühe. Und das mixen wir jetzt schön auf. Wenn es geht, in der Schüssel. Schon Zucker rein. Ein bisschen Zucker und braunen. Da müsst ihr ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Je nachdem, wie groß die Avocado ist, was die so hergibt. Oder nein, jetzt probieren wir die Geschichte einmal. Ja. Ja, bis auf den Geschmack. Weiß schon. Olivenöl schmeckt mir schon raus. Salz, Fett, Säure haben wir noch nicht. Und dann da muss euch nicht unbedingt ein Händel übrig bleiben, sondern wenn euch ein Steak übrig bleibt, kalt, wenn ihr sowas kennt, ein kaltes Steak, ein übrig bleibendes Steak oder irgendein anderes Rindfleisch oder ein Schweinefilet, das ist wurscht, passt überall dazu. Ja, jetzt. Oh, das geht nicht mehr. Jetzt schneiden wir das schön auf. Und wenn euch da das italienische Vitello Tonnato einfällt dazu, dann liegt es ganz richtig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken. So kann man auch aus Restl was Vernünftiges machen. Servus beieinander. Und immer aufpassen, was Neues gibt.